Hallo, freut mich, dass ihr wieder hier mit dabei seid und mit mir zusammen dieses Spiel erlebt. Freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Willkommen zu Pioneers of Pagonia. So, ja, in der letzten Folge, das war mehr so eine Danksagungsfolge und eine Beschäftigung mit einigen kleineren Sachen. So, ja, wir haben, ja, da habe ich nicht wirklich viel gemacht, was so die Siedlung hier so anbelangt. Und ich habe herausgefunden, dank eines Tipps, dass man halt die Wohnhäuser auch außerhalb, also nicht im unmittelbaren Nahbereich der Taverne bauen kann mit entsprechenden gewünschten Wirkungen. So. Dann hatte ich noch hier ein paar Leute für den Wachturm gewinnen können. Das funktioniert jetzt wohl auch. Und sieht aber immer noch ein bisschen sehr komisch hier aus. Weil ich irgendwie komische Befehle erteilt. Das kann natürlich sein. Ich weiß nicht, ob ich jedes Mal an diesem Entdeckerposten hier mich vergreifen will. So. Fokuspunkt. Den hatte ich irgendwo da hinten hingesetzt. Ich setze mal hier so hin. Ich will nicht mal ganz so weit den Fokuspunkt setzen, weil hier tut sich in dem Bereich relativ wenig. Und ich will mal hoffen, dass sich das jetzt ändert. Das wäre sehr gut. Dann haben wir hier irgendwo müssen noch irgendwelche Diebe herum existieren, weil ich mal wieder Besuch bekomme. Hier habe ich, da wird Kupfer abgebaut. Hier habe ich einen Wachturm. Das ist gut so weit, dass der da rum existiert. Die Leute sind auch eifrig bemüht, wie ich sehe. Ich muss das mal ganz kurz kontrollieren. So, ja, Wachturm. Wachen können mit Grenzsteinen dein Gebiet erweitern. Alle hier stationierten Einheiten können patrouillieren oder Ziele von hier angreifen. Ja, ich will mir mal angewöhnen, so ein paar Sachen immer mal wieder vorzulesen, hier gerade von den Gebäuden. Wenn ich jetzt Dinge dadurch irgendwie doppelt, dreifach, vierfach erzähle, ne, bitte nicht so krumm nehmen. Das ist keine böse Absicht, sondern hat den Hintergrund einfach, dass ich mal so ein paar Sachen nicht aus dem Blick verliere. Ich glaube, wir kriegen gerade Besuch. Kann das sein? Die kommen irgendwo von hier. Irgendwo hier hinten. Ja, Moment, Augenblick. Wo ist mein Entdecker? Ich glaube, ich habe überhaupt hier keinen Entdecker, ne? Hier in dem Bereich. Das ist schlecht. Hier habe ich nur einen Wachturm. Ja. Das ist natürlich so eine Sache für sich. Ich nehme da mal zwei Sachen noch raus aus dieser Erfahrung. Zum einen würde ich dann ganz gerne hier noch so einen Wachturm hinsetzen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Die kommen gleich in Scharen oder was? Oder wie? Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Vor lauter Schreck. So, also Wachturm. Der sollte nach Möglichkeit, naja, egal, so ausgerichtet sein. Dann, Wachturm, Entdeckerposten, genau. Den würde ich dann hier so haben. Das wäre ganz gut, glaube ich. So, Wege, erstmal dahin und dahin. Jetzt, was ist in der Nähe? Wo komme ich am schnellsten wie ran? Moment, dann machen wir das anders. Das ja, aber dann hier. So, den würde ich dann, Moment. Verklickt. Verklickt. Wieso geht das jetzt nicht? Maximale Länge erreicht oder wie oder irgendwie sowas. Okay, habe ich gemacht. Ist soweit klar. Aber ich würde auch ganz gerne geht wieder nicht.
Aber das geht. Da auch eine Verbindung hin haben. Und das weg. Guck dir diese Volksscharen hier an. Das ist ja erschreckend. Guck mal hier 10.000 Leute an, die hier als Diebe tätig sind. Und die hier alles plündern werden. Bei der Gelegenheit. Wenn wir schon mal gerade dabei sind. Ein Wachturm macht noch keinen Sommer. Da setze ich doch noch einen hier hin. So. Das war die Geschichte. Dann würde ich hingehen wollen. Nach meinen großartigen Erfahrungen. Ich habe sammeln dürfen. Moment, ich vertue mich wieder. Ja, ein Maskierter, ja, die sind hier natürlich wieder aktiv. Klauen hier, was sie klauen können. Ich würde mal hier so ein großes Wohnhaus bauen wollen. Haben wir noch nie gemacht. Und aus dem Grunde setzen wir da hier einfach mal so ein Wohnhaus hin. So. Wohnhaus, bis zu 25 Trägern, die hier wohnen, werden sich fortpflanzen, wenn Genussmahlzeiten in einer Taverne verfügbar sind. Ja, schauen wir mal, was da passieren wird. Das hört sich jedenfalls vielversprechend an. Ich brauche ein bisschen... Koffein. Meine Lieblingsdroge beim Let's Playen. Koffein. So. Das ist ein bisschen irritierend, wenn er hier sagt, irgendwie sind alle voll. Ich meine, kann natürlich sein. Nase juckt. Kann natürlich sein, dass... wo war es denn jetzt? Hier dieses kleine Wohnhaus. Ah, okay, 10 von 10, alles klar. Gut, dann haben die sogar recht gegnerisches Lager zerstört. Ist immer noch das Gleiche, ne? Irgendwie, was da als Meldung angezeigt wird. Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Ich meine, immer schön, wenn gegnerische Lager zerstört werden, aber wenn sich die Meldungen wiederholen, wäre das jetzt nicht so toll. Egal. So, das ist dieser mysteriöse Ort. Da komme ich aber noch nicht ran. Nicht so schön. Wie sieht's denn aus? Achso, ja, wie sieht's denn? Ich bin auch voll am Träumen. Ist nicht wahr. Ich brauche... Nein, nicht die Getreidefarm. Ich brauche auch nicht die Münzprägerei. Handelsposten, schön, dass du existierst. Wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen. Waffenschmiede. Ich brauche Eisenlanzen. Ich brauche... Habe ich noch... Eisenschwerter habe ich, das ist cool. Holzspeer habe ich immerhin, ja, könnte man auch nochmal einsetzen. Ich mache direkt 10. Mach direkt 10. Cool. Da habe ich 19 von. War noch Eisenschwert. Ne? Ja, da gehe ich mal einfach mal auf 20. Rüstungsschmieden. Ja, mal auf 10. Und wie sieht's mit Schild dann aus? Da gehe ich mal auf 3. So. Haben wir das. Fürs Erste. Brauche ich sonst noch irgendwas? Holzschild. Ich habe heute meine, wir machen alles Rundphase. Gehe auch auf 10. Kannst auch mal hier so 10 von den Zahnrädern machen, so auf Verdacht. Von den Fackeln machst du auch mal so. Ja, komm mal, wir machen auch mal 10 Fackeln, egal. Alles soweit klar. So, dann hatten wir hier Handelsaufträge, da brauche ich auch Sachen für. Was war doch mal da? Der Brüller. Eisenstatue? Nein, wir brauchen, genau, Hammer und Seil.
Holzwerkstatt, nein. Hammer und Seil. Weberei ist für Seil zuständig. Das, da wäre auch Seil gegeben. Ich könnte noch hingehen. Vorsichtshalber. Wie viel? Achso, ne, habe ich auch noch nicht. Also Weberei, ich glaube, das haben wir schon mal durchgelesen. Ne? Weber stellen Stoff und Seil für den Bau mancher Gebäude her. Aus Stoff kann auch manche Rüstung hergestellt werden. So, da ist im Augenblick alles dicht. Wir brauchen wie viel Seil? 12. Gut, da bin ich mit meinen 16, sogar 35 Seil hier irgendwie rum existieren. Okay. Wie man sei, mit meinem Seil auf jeden Fall gut beraten. Schneiderei. Rucksäcke, du machst mal so auf Verdacht 5 Rucksäcke. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Habe ich überhaupt noch Rucksäcke? Ich sehe sie gerade nicht. Wo sind die Rucksäcke versteckt? Nur so ein bisschen Sucherei hier. Stein wird es nicht sein. Seltene Ressourcen auch nicht. Naturprodukte? Kann ich mir nicht vorstellen. Tierische, Moment mal. Nee, das sind Zutaten. Werkzeug, Waffen. Was ist das? Ach, das sind Rucksäcke. Achso, okay. Unter Werkzeug. Ja, ja gut, im weitesten Sinne könnte man das so einstufen. Ja, dann, also ein paar Rucksäcke hätte ich. Cool. Dann habe ich hier irgendwo auch noch eine Möglichkeit, Eisenwerkzeug zu produzieren. Sägewerk, nein. Abenteuergilde. Nein, Moment mal. Da muss ich gucken, das weiß ich jetzt auch auswendig noch nicht. Moment mal, ich schaue mir ganz kurz mal durch. Abenteuergilde bildet und stattet Abenteuereinheiten aus. So ein Waldläufer. Eigene Fraktion, furchtlose Abenteuer, unübertroffen darin, Diebe zu enter... Man sollte Sachen durchlesen. Unterrufen darin, Diebe zu enttarnen und zu bekämpfen. Okay. Der braucht leichte Rüstung und Fackel. Dann haben wir einen geschickten Waldläufer, furchtlose Abenteuer. Kampfstärke für 100% Kampfstärke gegen Diebe, greift Gegner an. Entfernt Verkleidung und entdeckt Diebstahl. Der braucht eine Mackel. Naja, gut, der braucht eine magische Fackel. Da habe ich jetzt nicht so die Möglichkeit. Wer ist er? Draufgänger. Eben. Furchtlose Abenteuer ausgezeichnet im Kampf gegen Werwölfe? Bitte was? Werwölfe? Was kommt da auf uns zu? Okay. Habe ich Fackeln und habe ich leichte Rüstungen? Fackeln habe ich 3, zu wenig. Leichte Rüstungen habe ich, glaube ich, gar keine. Oder auch nur sehr wenige. Na gut, 7 immerhin. Fackeln, leichte... Moment. Huch. Upsi. Peinlich. Okay, Dinge passieren halt. Wo ist denn jetzt... Wo war denn jetzt die Werkstatt wieder? Holzfäller Hütte? Nein. Rüstungsschmiede, Waffenschmiede... Brauche ich, glaube ich, im Moment nicht. Wo ist diese nette Holzwerkstatt? Verdammt. Leichte Rüstung, hatte ich gesagt. Da machen wir mal 3. So. Erst einmal so. Dann. Du bist nicht die Holzwerkstatt. Du bist auch nicht die Holzwerkstatt. Ich hatte jedoch gerade. Bäckerei. Werkzeugschmiede. Ich brauche Hämmer. Da war irgendwas mit Hämmern. Das habe ich gerade mal die Werkzeugschmiede entdeckt. Äxte brauche ich auch, 12. Und wir brauchen... Wo war es denn da? 8 Hämmer. Ist ja der Hammer. 12. Und 8 davon. Ich mache mal direkt 10.
Was soll der Geist? Ich mache mal direkt 15, weil ich habe das, habe ich. So, fertig. Ich finde diese Werkstatt nicht. Wohnhaus. Oh, das ist auch schon fertig. Okay. Benutzzustand ist im Augenblick auf 0 für dieses Zuhause. Was sagt die Taverne? Die arbeitet wieder. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Freut mich sehr. Hilft mir noch im Augenblick nicht dabei, eine gewisse Holzwerkstatt zu finden. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Das. So, Fackeln. Ah. 5 sind schon im Auftrag. Dann machst du nochmal 5 dazu. Wir fackeln da nicht lange. Okay. So, ich brauche Gilde-Dingens, da Abenteuer-Gilde. Du bist jetzt hier der überhaupt und so. Ich brauche wenigstens 10 Stück von. Ja. Problem ist, ich habe nur eine begrenzte Anzahl hier von Möglichkeiten. Da habe ich jetzt 10 rekrutiert. Moment. Waldläufer, dann würde ich sagen. Warum? Habe ich keine Leute jetzt dafür oder woran hapert es? Ja gut, kann natürlich auch daran hapern, dass ich die noch nicht ausgebildet habe. Nichtsdestotrotz sollte ich doch hier die Möglichkeit haben. Entsprechend, sag mal schnell, schon mal anzugeben, wie viel ich denn gerne hätte. So, achso, Moment. Oh, da sollte ich vorsichtig sein. Ja gut, wenn ich hier nichts order, kann ja da auch nichts passieren. Ich möchte ganz gerne die Veteranenwache haben. Ja, die greifen also hier in die Veteranenwache, ne, bewacht und erweitert dein Gebiet, bleibt dabei, aber innerhalb deiner Grenzen, Eigenschaften, Kampfstärke 6 plus 1,9, kann eigenes Gebiet nicht verlassen, greift Gegner an, erweitert Gebiet, greift Gegner in deinem Gebiet an. Erschrickt durch Schemen. Okay. Ja, die sind aber nicht in der Lage hier, ne, von wegen, also gegen Diebe oder so sind die, machen die nichts. Da brauchen wir die anderen Leute für. Einen Augenblick. Ich würde dann hier ein bisschen anders vorgehen wollen, wenn das noch geht. Hier erstmal auf 0. Wache. Was ist das? Einfacher Soldat? Nein. Fortgeschrittener Soldat. Manchmal einfacher schon. Blablabla. Achso, da sind die mit den. Eigenkettenrüstung. Ich versuch's mal mit denen. So. 5 wäre ganz nett. Schickter Waldläufer. Silberding, Draufgänger, bla bla bla. Brauch ich hier noch nicht, aber die wären ganz nett. Ach, jetzt geht's auf einmal. Gut. Dann. Fokuspunkt. Auf jeden Fall hier so in die Ecke. Und Moment, Patrouille. Moment, Augenblick, so habe ich das vertan. Oh, ah, das Fokuspunkt, da war die Patrouille. Okay, alles klar. Ich wieder dumm. Hier hatte ich jetzt Fokuspunkt, würde ich dann da hinsetzen wollen. Alles klar, alles weit okay. Gut, also kann erstmal so bleiben. Ja, da wird das natürlich jetzt lustig werden.
Moment mal. Ich habe doch hier. Ich gebe da mal auf 0. Dann werden die entsprechend frei. Und würde hier, was habe ich hier? Waldläufer, Diebe und so weiter. Und da mal so auf 10 gehen wollen. Die Leute muss ich natürlich jetzt alle noch rekrutieren, die muss ich alle noch ausstatten halt, ne, ganz klar. Okay. Waldläufer, Trainingscamp. Moment. Achso, nee, Moment, Moment. Da. So, Wache. Wo waren Abenteuergilde da? Dann musst du ein bisschen unkonzentriert, kann das sein. Ich mach das mal so. Dann Augenblick. Die brauchen immer noch Fackel und leichte Rüstung. Ist nicht mehr allzu viel da. Fackeln sind auch nicht mehr allzu viel da. Wo ist meine Schneiderei? Da. Leichte Rüstung. Tob dich aus. Jetzt ist die Frage, Waffenschmiede, dir nichts zu tun? Und wie du was zu tun hast, mein Freund. So, wie sieht's hier? Oh, die wird auch nichts mehr zu tun? Das denkt ihr auch nur. So, Holzwerkstatt, die habe ich schon mal gesucht und nicht gefunden. Was auch die Zeit? Oh. Werkzeugschmiede. Bäckerei. Sägewerk. Ich werde mal die Holzwerkstatt suchen und da entsprechende Aufträge erteilen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Im Augenblick läuft es hier so ein bisschen chaotisch. Neue Erkenntnisse bringen neue Möglichkeiten mit sich und ich merke gerade, was ich so alles versemmelt habe und jetzt ausbügeln muss. Das wird lustig. Ja, wir sehen uns, wie gesagt, dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Schönen lieben Dank fürs Dabeisein. Ja, da wird schon wieder gestohlen. Also vielen Dank fürs Dabeisein, für dein Dabeisein. Insbesondere freut mich sehr, dass ihr und dass du hier immer noch dabei seid und ihr euch das Ganze hier antut. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Ich habe auf jeden Fall den meinen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Genießt die Zeit.